Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute eine sehr interessante Sendung, Mystik des Judentums, Quelle der Weisheit. Und zu Gast habe ich den YouTuber und Buchautoren Janosch Moser eingeladen. Janosch, ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast, um heute über dieses interessante Thema zu sprechen. Und gleich vorweg, liebe Zuschauer, möchte ich euch auch darauf aufmerksam machen, Janosch selber betreibt auch einen YouTube-Kanal, der sehr interessante Videos zu dieser Thematik zeigt, der aber noch viel zu klein ist. Der heißt Yohanan Masura. Ich werde das auch hier unten nochmal einblenden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn noch der ein oder andere mal ein Abo dalassen würde, denn es gibt Qualitäts-Content im Internet, der viel zu wenig bekannt ist und man ein bisschen einen Push gebrauchen kann. Aber bevor wir jetzt hier nur in die Werbung gehen, liebe Leute, wollen wir ins Thema. Wir wollen uns heute gemeinsam mit der Mystik des Judentums befassen. Und viele Menschen, die vielleicht ja da nur ein oberflächliches Wissen von haben oder auch sich mal damit befasst haben, denen fällt sofort dieser Begriff Kabbalah ein. Und dieser Begriff ist insofern problematisch mit der Kabbalah, weil es in der modernen Esoterik-Szene so eine, man könnte es sagen, kommerzialisierte, vom Judentum schon abgekoppelte Soft-Kabbala gibt, so à la Madonna und Popkultur und sich mal irgendwie, ich weiß nicht, einen Sephirot-Baum im Nacken tätowieren. Und dann gibt es auf der anderen Seite durch viele Verschwörungstheorien auch so ein ganz negatives Kabbala-Bild. Kabbala ist irgendwie ganz satanisch und ich weiß nicht was, eigentlich eine Politagenda. Und insofern herrscht da viel Unklarheit oder sagen wir mal mittlerweile so Negativstereotypen. Und wir wollen heute recht unbefangen mal über diese Thematik uns unterhalten. Und ich habe Janosch eingeladen, weil er selbst ein Mensch ist, der sich seit vielen Jahren intensiv mit Mystik und mystischen Traditionen beschäftigt, nicht nur mit dem Judentum, der aber dann letztlich auf seinem persönlichen Weg, könnte man jetzt sagen, beim Judentum gelandet ist, vielleicht ja auch unfreiwillig, aber das so, weil es sich so entwickelt hat und sehr intensiv sich eben damit befasst und dazu interessante Dinge zu sagen hat. Und in dem Sinne will ich dir jetzt auch als heutigen Experten das Wort geben und vielleicht mit dieser Frage einsteigen, Janosch, was ist eigentlich jüdische Mystik? Und das ist vielleicht auch die Leitfrage dieser Sendung. Und warum könnte man die jüdische Mystik als eine Quelle der Weisheit betrachten? Ja, erstmal grüß dich, Charles, und auch Shalom Aleichem an alle Zuschauer da draußen. Freut mich sehr, hier zu sein. Und ja, was ist jüdische Mystik? Was ist Kabbala, wenn wir dieses Wort auch mal benutzen wollen? Erstmal ist für mich Kabbala vom hebräischen Wort her Überlieferung. Das, was man empfängt, das, was man überliefert. Und es steckt darin mehr als dieser Lebensbaum, den die meisten, die das Wort Kabbala schon mal gehört haben, wahrscheinlich dann auch schon mal gesehen haben, als dieses Schema von 10 verschiedenen ja, hebräischen Worten und so weiter. Da wollen wir gar nicht so sehr drauf eingehen, weil mir eigentlich wichtiger ist, dass das, was ich unter jüdische Mystik kennengelernt habe, eigentlich eine Art Auslegung des ganzen Lebens, der ganzen Schöpfung ist. Also die Bibel ist das Zentrum natürlich, aber auf der Bibel baut dann eben auch die jüdische Überlieferung noch weiter auf und baut die Geschichten der Bibel auch noch total umfangreich und detailliert aus, fügt dann noch neue Narrative hinzu. Und durch diese Geschichten, die eben auch mit Symboliken, mit mythischen Bildern und so weiter arbeiten, lernt man, wenn man sich denn darauf einlässt, immer mehr diese selben Dynamiken der Geschichten oder dieser Narrative auch in sich selbst, im eigenen Leben, im Alltag, genauso wie in den großen Lebenszyklen, in der Schöpfung insgesamt wiederzufinden. Und das ist für mich eigentlich Kabbala, gerade so auch eher im praktischen Sinne, also dass es nicht nur eine theoretische Beschäftigung bleibt. Da kann man natürlich ein super Experte werden, alle möglichen hebräischen Wörter mit ihren Zahlenwerten kennen. Das ist auch ein Teil natürlich davon, das öffnet einem auch wieder neue Blickwinkel auf die Schöpfung. Aber das sollte dann eben immer mit einhergehen, dass man sein Leben damit, also dadurch mit neuen Augen sieht, neu erlebt, vielleicht tiefer erlebt, könnte man sagen, weil einem immer mehr aus allem, was einem umgibt, aber natürlich auch allem, was sich so in der Seele selber von einem regt und tut, weil einem immer so mehr das Göttliche oder wie man es auch nennen will, das Numinose entgegenzwinkert, entgegenblinzelt. Und je mehr man eben schafft, es so wirklich zur Routine werden zu lassen, desto
ja, automatischer, würde ich fast sagen, geht es dann auch. Dann wird man jetzt nicht irgendwie die Erlebnisse krampfhaft auf der mentalen Ebene zu deuten versuchen, indem man sich die irgendwelche Symbollexika oder sowas heranzieht und dann deutet, ah ja, das, was mir da passiert ist, da ist der Vogel genau vor meinem Fenster langgeflogen in dem Moment, wo ich das und das gelesen habe. Und der Vogel steht ja für dieses und jenes. Ja, so Mag. Kochbuch-Esoterik. Ja, das mag ja auch am Anfang auf jeden Fall ein Teil so dieser Übung sein, aber wenn es dann wirklich mehr und mehr in Fleisch und Blut übergeht, wie man so sagt, dann wird es halt immer mehr von selbst sich ergeben und dann wird man es nicht mehr alles direkt für sich in Worte fassen müssen, sondern man erlebt es einfach. Und das ist das Entscheidende. Das ist vielleicht ungefähr auch der Unterschied von diesen zwei Bäumen im biblischen Garten, um direkt mal ins Thema einzusteigen. Der eine Baum ist halt der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, also da, wo das Bewerten, wo er so dieses bewusste Hantieren mit Begriffen mit einhergeht. Aber das ist das, was uns immer abtrennt, was uns abspaltet vom tatsächlichen Erleben dieser Einheit mit dem Ganzen und mit dem Ewigen. Das wäre dann eben der Baum des Lebens, dessen Früchte wir lieber kosten sollten. Wie ist denn eigentlich, wenn man jetzt, es gibt ja, anders gefragt, es gibt ja die Religionen, verschiedene oder Konfessionen, und da ist es ganz gleich, ob das jetzt Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus wäre, und dann gibt es immer die mystische Strömung, die zu jeder Religion gehört. Und mich würde sehr interessieren, im Judentum war die Mystik schon immer vorhanden? Vielleicht auch naiv gefragt, ich kann die Frage auch selber für mich beantworten. Na klar, ja, aber was kann man, wie kann man das so zurückverfolgen? Oder wann waren jüdisch-mystische Strömungen mal dominanter, mal vielleicht auch weniger stark? Wo kommt die jüdische Mystik her? Wie hat die sich entwickelt? Ja, also da bin ich jetzt auch kein Experte für die Historie, aber um mal so ein paar Eckdaten zu nennen, was eben von der Historie so dazu gesagt wird. Innerhalb der jüdischen Überlieferung wird manches sicherlich ein bisschen anders gedeutet, aber bleiben wir mal bei dem, was man auch bei Wikipedia oder so findet. Da ist sicherlich einer der ersten Texte, die man so als Kabbala oder kabbalistisch bezeichnet, das Sefer Yetzirah, Buch der Schöpfung wird es manchmal übersetzt, wobei es eher Buch der Formung oder Buch der Formwerdung heißen müsste. Das ist ein relativ kurzer Text, da wird das erste Mal, also in der dokumentierten Geschichte von diesen 10 Sephirot, also von diesen 10 Begriffen, die dann diesen Lebensbaum auch ergeben. Allerdings der Lebensbaum als solcher in der Form dieses Schemas ist dort noch lange nicht vorhanden. Das kommt dann erst wirklich Jahrhunderte oder Jahrtausende später, zumindest in der dokumentierten Form. Dann nach diesem Sefer Yetzirah gibt es so ein Buch Bahir zum Beispiel noch, Sefer Bahir, Buch des, also des Glanzes oder sowas. Damit habe ich mich allerdings noch am wenigsten befasst. Das ist aber auch noch so in der Zeit, in den ersten Jahrhunderten nachchristlicher Zeit, laut offizieller Historie, erschienen, geschrieben worden. Aber eigentlich so das große Hauptwerk, worauf sich dann auch die spätere Mystik des Judentums, wenn sie richtig erblüht, gerade so dann in den letzten paar hundert Jahren, worauf die basiert, ist der Sohar. Das werden auch viele schon mal gehört haben. Sefer Sohar, das Buch des Glanzes, könnte man es auch übersetzen. Also die Glanz- und Lichtsymbolik ist schon sehr verbreitet in der Kabbala, aber natürlich eigentlich in jeder Religion. Und dieser Soha ist ein total umfangreiches Werk. Also die beiden erstgenannten Bücher, die sind wirklich Heftchen, wenn man das jetzt in Druckform hätte. Aber der Soha, das ist halt eine Regalwand voll, so ungefähr. Das sind mehrere Bände. Da wird die gesamte hebräische Bibel oder beziehungsweise konkret die 5 Bücher Mose erstmal eigentlich komplett durchgearbeitet. Also allein zum ersten Kapitel der Bibel, zur Genesis, sind da, glaube ich, glaube der ganze erste Band von irgendwie mehreren, 5, 6 oder sowas, ist allein nur zu diesem ersten, zur Schöpfungsgeschichte quasi. Und so geht es dann halt die gesamte, ja, Tora durch und mit endlosen Diskussionen oder sagen wir nicht Diskussionen, sondern Austausch verschiedener Weiser, die dann eben ihre Ideen zu den möglichen Auslegungen präsentieren. Also, Und mich würde mal interessieren, es gibt ja im Judentum ja auch noch den Talmud. Und sagen wir mal jetzt, dass das Mainstream oder normale Judentum, was jetzt vielleicht nicht so mystisch betont ist, bezieht sich ja überwiegend auf diese Talmud-Auslegung. Und der Talmud ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es erst den Midrasch, das war ein Kommentar zur Tora, und dann nochmal ein Kommentar zum Midrasch ist dann der Talmud.
aber korrigiere mich, falls ich das falsch in Erinnerung habe. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Aber der Punkt ist, da wird ja schon die Tora detailliert ausgelegt und ganz viele Gebote daraus abgeleitet und wie man sich zu verhalten hat. Jetzt frage ich mich, was fügt denn jetzt der Sohar dem zu, was sich davon unterscheidet oder was eben dieses Mystische ausmacht oder Kabbalistische? Was unterscheidet das jetzt von der reinen Talmud-Auslegung? Erstmal sehr gut, dass du den Talmud erwähnst, den hätte ich eigentlich auch als allererstes erwähnen sollen, denn auf der Bibel basiert oder auf der Grundlage der Bibel steht dann eben auch dieser riesige Talmud, der nochmal mehr Bände als der Sohar umfasst. Also es wird halt innerhalb des Judentums ungefähr so erzählt, als die Tora auf dem Sinai Mose offenbart wird, kriegt er nicht nur diese schriftliche Tora, die wir eben heute als die fünf Bücher Mose und dann später halt auch die weiteren Bibelschriften kennen, sondern er empfängt auch eine mündliche Lehre. Und diese mündliche Lehre, da wird dann eben auch das Wort, was dann die Ableitung davon Kabbala ergibt. Also Moishe Kibbel Torum Sinai ist so der Vers, wo es beschrieben wird, also im Talmud, im Mishnah genau genommen. Aber wir müssen da jetzt nicht in die Details gehen. Das heißt, so viel wie Mose empfing die Tora vom Sinai. Und dann wird eben gesagt, diese Tora ist aber nicht nur die schriftliche Tora, sondern es ist auch die mündliche Tora. Und die mündliche Tora, wie der Name eigentlich ja auch sagt, war ursprünglich immer nur mündlich tradiert worden. Dass dann der Talmud irgendwann in den, ja, so, ich glaube, 800er Jahren oder sowas auch dann in schriftlicher Form vorhanden war und immer mehr bekannt wurde, dass er auch aufgeschrieben ist, ändert nichts an der Tatsache, dass im Judentum großer Wert darauf gelegt wird, dass die mündliche Tora, die Überlieferung auch immer mündlich bleiben muss, weil sie immer weitergehen muss. Die darf nicht aufhören. Die Bibel als schriftliche Tora, die ist festgeschrieben. Das ist so heilig, daran darf nichts geändert werden. Aber die mündliche Tora muss dieses heilige, unveränderbare immer wieder auf die Umstände der Menschheit, wie sie sich durch die Zeitalter auch verändern, immer wieder neu auslegen, immer wieder neu lebendig machen. Und deswegen darf sie eigentlich nicht erstarren. Und deswegen ist eben dieses Aufschreiben der mündlichen Tora eigentlich schon so eine Art Zeichen der Dekadenz oder sowas, der Entwicklung der Menschheit, dass eben ja da nicht mehr vertraut wird, dass es schon von selbst fließt, sondern dass man halt was festhalten will und in Stein meißeln quasi will. Und dieser Talmud ist halt auch die Grundlage für diese ganzen mystischen Schriften, wie dann den Sohar insbesondere. Also wer überhaupt nichts vom Talmud kennt, und damit meine ich jetzt nicht, dass man ihn komplett gelesen und verstanden haben muss, was wahrscheinlich eh kaum möglich ist, aber zumindest so die Figuren, die da auftreten, die ganzen verschiedenen Rabbis der unterschiedlichen Generationen, die tauchen halt dann auch im Sohar auf, weil der auch genau in dieser Zeit spielt, der Geschichte nach. Und diese Rabbis haben eben auch gewisse Persönlichkeiten, die immer mitschwingen. Wenn der eine was sagt, hat es eine andere Bedeutung, als wenn der andere genau dieselben Worte benutzen würde. Deswegen ist es sinnvoll, zumindest einen groben Überblick erstmal über diese Welt der Rabbis, der Rebbes aus dieser Anfangszeit zu haben. Und ja, der Unterschied oder das, was dann der Sohar oder diese mystischeren Schriften dem Talmud quasi noch hinzufügen, ist halt, dass es wirklich mehr in die Tiefe geht, mehr in die übertragene Bedeutung. Der Talmud beschränkt sich, zumindest so, wenn man ihn erstmal oberflächlich liest, schon sehr auf äußere Auslegung der Gebote vor allem. Also wie man sein Leben äußerlich einzurichten hat. Aber die innere Dimension wird dann eigentlich erst in diesen eher mystischen Schriften, den sogenannten kabbalistischen Schriften. Um das nochmal für unsere Zuschauer festzuhalten, das heißt, dass diese jüdische Überlieferung, die ist nicht nur fast beinahe schon unendlich umfangreich, sondern dazu auch noch vielschichtig und vieldeutig. Das heißt, die ist, wie soll ich das sagen, es geht nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Tiefe. Das heißt, man hat erstmal im Judentum ja den Tanach, also die hebräische Bibel, dann dazu dieses umfangreiche Auslegungswerk, den Talmud, darüber oder daneben oder dahinter, wie auch immer, soll jetzt kein Ranking sein, eben noch die kabbalistischen Schriften, die das wiederum auslegen. Und wenn man dann diese Regalwände durchgearbeitet hätte, rein intellektuell, aber so ist es, glaube ich, gar nicht jetzt unbedingt angedacht, dann muss man noch beachten, dass das Ganze auch noch vieldeutig, vielschichtig ist und ineinander verwoben. Das heißt, man steht eigentlich vor einer Lebensaufgabe, wenn man das studieren möchte. Weil man ja auch, wie du gesagt hast, dass sie auch mit Leben füllen muss. Es ist ja nicht wie im Jurastudium. Wobei, da ist es vielleicht ja auch so, dass man jetzt Gesetze paukt und dann wie so ein Algorithmus irgendwie anwendet, sondern das ist nur das Gefäß, in das dann das wahre Leben eigentlich wie die Flüssigkeit hineinfließt, ne?
Ja, so wie du es gerade schön umrissen hast, man steht dann vor dieser riesigen Bücherwand mit den ganzen Werken, die man jetzt alle lesen soll, was man eigentlich gar nicht schaffen kann im Leben. Da hat dann Friedrich Weinreb, auf den wir sicher auch noch zu sprechen kommen, mal das schöne Bild gegeben. Ich nehme an, er hat es auch direkt aus der jüdischen Überlieferung übernommen. Das ist wie wenn du als der ausgezogene Israelit vor dem Schilfmeer stehst und nicht weißt, wie sollst du da jetzt durchkommen. Die Wassermassen, die werden dich auf jeden Fall ersäufen. Du hast keine Chance dagegen. Aber du sollst einfach nur den ersten Schritt machen. Und wenn du den ersten Schritt machst und auch wagst, weiterzugehen und das Wasser dir immer weiter steigt, und es steigt dir vielleicht auch bis kurz unter die Nase, aber dann geschieht plötzlich das Wunder, dann teilt sich das Meer und jeder Einzelne des Volkes Israel hat dann einen eigenen, individuellen Weg durch dieses Schilfmeer. Und das ist eben auch mit dieser Bücherregalwand so, dass man, wenn man erstmal die ersten paar Schritte gemacht hat und das einfach wagt, sich darauf einzulassen, dann fliegen einem schon durch irgendwelche Zufälle des Alltags, des Lebens, die Bücher zu, die man gerade in seiner jetzigen Lebenssituation braucht. Also ein gewisses Grundvertrauen gehört schon dazu. Sonst kann man es halt wirklich nur aus so einer historisch-kritischen Sicht angehen. Aber das ist nicht das Lebendige, das ist dann nur das Sezieren des Leichnams sozusagen. Kommen wir doch mal nochmal auf diese Doppeldeutigkeit zu sprechen, diese oder Vieldeutigkeit. Die ergibt sich zum einen eben dadurch, dass es dann in der Überlieferung diese verschiedenen Rebbes gibt, die unterschiedliche Ansichten vertreten und Dinge von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Es gibt dann aber auch noch eben diesen Faktor über die Sprache als solche und hier vor allem das Hebräische wäre da zu nennen, wo die Worte A mehrere Bedeutungen haben oder haben können und B sich auch noch in Zahlen ausdrücken lassen und sie dann ja auch noch nicht nur ja für sich irgendwie im luftleeren Raum stehen, sondern noch im Kontext von Texten und Erzählungen. Also führ uns doch da mal ein, wie kann jetzt der Außenstehende da ansatzweise Klarheit gewinnen? Das ist, und warum ist das so? Ich weiß, jetzt wird es vielleicht kritische Stimmen geben, die sagen, ja, wieso machen die das alles so kompliziert? Die Wahrheit und Gott ist doch so einfach. Brauchen wir doch 100 verschiedene Bedeutungen für alles? Wie siehst du das? Wie hast du das in deinem Leben erlebt? Tja, erstmal grundsätzlich zu dem Argument der Kritiker. Sie haben natürlich recht. Die Wahrheit ist einfach, aber die Wahrheit ist eben so, sie ist einfach, aber nicht leicht, könnte man vielleicht sagen. Und hier in der Welt, in die wir gestellt sind, wo wir zersplittert in die vielen Individuen sind, hat halt jeder auch seinen Blickwinkel auf die Wahrheit. Und wenn man das alles unter einen Hut bringen will, um eben hier tatsächlich konkret die Lebenserfahrung mit dieser Wahrheit in Einklang zu bringen, dann zeigen sich halt auch ein bisschen kompliziertere Nuancen dieser Wahrheit. Das sind quasi die ganzen niederen Ableitungen der einen einfachen, hohen Wahrheit. Aber wenn man in die Details geht, kann es eben ein bisschen komplexer werden. Aber bevor wir vielleicht in diese wirklich konkreten Beispiele für solche Mehrdeutigkeiten eingehen, wäre es vielleicht ein guter Punkt, auch nochmal auf Bibelübersetzungen überhaupt einzugehen, weil das ist ja auch so das Argument, aber wieso? Ich habe doch hier die Bibel, das ist doch relativ eindeutig. Es gibt ja auch vielleicht noch verschiedene Übersetzungen, aber die sind ja im Wesentlichen schon ungefähr gleich. Da werden jetzt nicht Wörter komplett gegenteilig übersetzt, sondern vielleicht in Nuancen. Das eine wird vielleicht als Haus übersetzt, bei der einen Übersetzung, bei der anderen vielleicht als Hütte, so in dem Sinne, aber nicht das eine als Haus und das andere als Badestrand oder sowas. Aber der Punkt ist, dass schon im Talmud, also wirklich auch in der Frühzeit dieser Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift innerhalb des Judentums, ganz viele solche Doppeldeutigkeiten oder Mehrdeutigkeiten angesprochen werden. Also wirklich wie solche Beispiele mit dem Haus und dem Badestrand, also komplett scheinbar gegensätzliche oder zumindest sehr unterschiedliche Begriffe, die aber im Hebräischen mit einem Wort geschrieben werden, mit denselben Zeichen, muss man dazu sagen. Es gibt dann nämlich irgendwann die Vokalisierungszeichen, die der Bibel hinzugefügt wurden, weil eigentlich ist es eine Konsonantensprache, das Hebräische. Und durch diese Vokalisierung kommt aber erst die konkrete Bedeutung zustande. Also, ja, ein Wort. Eigentlich, das führt mich dann schon zu dem Beispiel. Ich sage es jetzt erstmal nur, bevor ich da näher drauf eingehe, was schon ganz am Anfang der Bibel im Schöpfungsbericht steht. Sochar und Kavah. Das wird meist übersetzt als männlich und weiblich. Also wenn der Mensch geschaffen wird, er wird männlich und weiblich geschaffen. Man kann es aber genauso schreiben und dann Secher und Nikvo aussprechen. Und dann heißt es sowas wie Verinnerlichung und Umhüllung. Oder etwas abstrakter ausgedrückt, innen und außen. Und wie gesagt, in der Originalbibel, wie sie die Juden als heilige Tora empfinden, dürfen, also da wird es gleich geschrieben, da ist es einfach dieses Wort, Sachar und Tavar, Sefer und Nikvo, aber es darf gar keine Vokalisierung dazugefügt werden, weil das ist dann schon eine
Entweihung. Da wird dann auch gesagt, da wird ein Götze aus der Tora gemacht, wenn man diese Vokalzeichen da einfügt. Also eine Tora-Rolle, die wirklich in der Synagoge benutzt wird, im rituellen Kontext. Wenn da nur ein einziger Punkt für ein Vokalzeichen eingefügt wurde, dann ist die entweiht, dann ist die eben ein Götze geworden und nicht mehr die Heilige Schrift. Und das Problem jetzt in den ganzen Bibelübersetzungen ist eben, dass einerseits sich die alle auf diese Punktierungstradition aus dem Judentum berufen. Die gibt's ja. Es gibt ja auch im Judentum natürlich die herrschende Hauptübersetzung oder die Hauptvokalisierung eigentlich, wenn man im Hebräischen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das dieser Text, masoretische Text, ne? Genau, das waren die Masoreten, die sogenannten, die haben dann irgendwann um 1000 rum ganz grob halt angefangen, das festzulegen, wie die, wie soll man sagen, so die Hauptversion oder sowas ist. Aber das ändert nichts daran, dass innerhalb des Judentums immer klar war, dass auch diese ganzen Neben- oder Mehrdeutigkeiten auch mit zur Tora gehören. Die werden halt nur nicht mit übersetzt, dann wenn man es ins Deutsche, Englische und so weiter übersetzt. Und das ist halt das Problem. Und viele Christen sind ja der Meinung, ja, die Bibel, so wie wir sie haben in unseren Übersetzungen, das ist das Wort Gottes. Und mit Überlieferung der Juden wollen wir nichts zu tun haben, weil das ist alles unbiblisch und alles steht in der Bibel. Aber selber haben sie halt eine Bibelübersetzung in der Hand, die eben auf einem sehr wichtigen Teil der jüdischen Überlieferung basiert. Und ja, vor allem, man muss ja überlegen, die Originalbibel, nur Konsonanten, so dass die eben diese vielen Varianten zuließen. Dann ein jüdischer Mainstream, der sich dann festlegt auf diese masoretische Variante und dann gegebenenfalls noch davon die Übersetzung, von der Übersetzung die Übersetzung und dann sind wir irgendwann im Deutschen. Also wenn man überlegt, es wurde ja, die Römer haben, der heilige Hieronymus hat die Bibel ins Lateinische übersetzt, das ist die sogenannte Vulgata für das vulgäre Volk, ja, so eine Volksbibel und die wiederum ist ja die Grundlage dessen für viele Übersetzungen dann in andere Sprachen. Also wir haben dann schon Doppelübersetzungen. Und ich selber habe so die ein oder andere Bibelübersetzung bei mir auch im Bücherregal und finde das manchmal spannend, mir da verschiedene Stellen anzugucken. Und dann stellt man eben fest, die ähneln sich nur oberflächlich. Manchmal sind es einzelne Worte, die dann abweichen, die dann aber für den ganzen Kontext ja dann die Bedeutung komplett ändern. Also da muss man echt vorsichtig sein. Eigentlich muss man es in der Originalsprache studieren und tatsächlich studieren. Das ist ja auch nicht mit einmal lesen irgendwie getan. Und wenn man doch auf Übersetzung angewiesen ist, so wie das auch bei mir der Fall ist, muss man sich eingestehen, dass man irgendwie Minimum 4 verschiedene braucht. Wenn man dann zumindest irgendwie für sich erahnen will, okay, was wohin geht's? Ja, ich kann ja mal eine in die Kamera halten, falls man das sieht, die ich selber meistens benutze. Das ist nämlich eine Zuns-Übersetzung, also von Leopold Zuns, so aus Ende des 19. Jahrhunderts, die aber auch das Hebräische immer dabei hat. Also das heißt, ich bin zwar auch jetzt im Hebräischen nicht so flüssig, dass ich da wirklich alles komplett auf Hebräisch lesen könnte. Also bei den 5 Büchern Mose geht es vielleicht einigermaßen noch, aber spätestens bei den Propheten wird die Sprache immer komplizierter. Da bin ich dann auch raus. Aber trotzdem habe ich halt gerne den hebräischen Text daneben, damit ich mir einzelne Verse zumindest dann mal genau angucken kann, weil zur Not nehme ich halt noch ein Wörterbuch zur Hand und gucke mir wirklich dann auch dort die Mehrdeutigkeiten und sowas an. Wo wir dabei sind, sei so lieb, sag nochmal, wie genau nennt sich diese Übersetzung für unsere Zuschauer, die es vielleicht kaufen möchten? Also da steht einfach nur die Heilige Schrift drauf. Ich nehme an, das ist dann auch der offizielle Titel und noch Hebräisch-Deutsch und von Leopold Zuns, das ist das Entscheidende. Ich habe jetzt auch noch so ein bisschen so eine ähnliche Übersetzung. Die kann ich jetzt hier auch mal zeigen. So, das ist die Heilige Schrift von Naftali Herz Tur Sinai. Die ist, glaube ich, um 1920 rum entstanden. Das war ein ursprünglich Berliner Jude, der dann nach Israel ausgewandert ist und der war auch Germanist, also kannte sich halt eben auch sehr fundiert mit der deutschen Sprache aus und hat auch nochmal die hebräische Bibel ins Deutsche übersetzt. Ja, wie wir schon rausgearbeitet haben, all diese Übersetzungen sind nur Hilfskonstruktionen, aber es ist ja trotzdem oft so die Frage, ja, wir müssen uns halt manchmal behelfen. Womit kann man so arbeiten? Und das hier sind zumindest so Bibelübersetzungen, die einen jüdischen Hintergrund haben. Und das finde ich sehr interessant. Die hier zum Beispiel vergleiche ich dann sehr gerne mal mit einer katholischen Bibel oder der Neuen Weltübersetzung der Bibel der Zeugen Jehovas. Die finde ich auch sehr interessant.
die ist auch nicht unbedingt nicht die schlechteste Bibelübersetzung. Aber wie gesagt, ich stelle dann da Sachen mal nebeneinander und das macht auch Spaß, wenn man da ein Faible für hat, für die Religions-Nerds unter unseren Zuschauern. Wer sonntagnachmittags nichts Besseres vorhat, der legt da mal ein paar Bibelübersetzungen nebeneinander. Was auch interessant ist, ich selber habe mal eine Tora-Schreiberin kennengelernt, was an sich eigentlich schon ein Widerspruch ist. Es gibt im Judentum, gibt es den, ich weiß nicht, ob es direkt ein Beruf ist, aber es gibt religiös ausgebildete Leute, die eben Tora-Schriften herstellen für den Gebrauch in der Synagoge. Und im liberalen Judentum, da dürfen das dann teilweise auch Frauen, und so einen habe ich mal kennengelernt, obwohl das von orthodoxen Juden niemals so anerkannt werden würde. Aber nichtsdestotrotz, für liberale jüdische Gemeinden macht die diesen Job in Israel, und mit der habe ich mich halt darüber unterhalten, und die wusste ja trotzdem das eine oder andere Sinnvolle dazu zu erzählen. Und was ich interessant fand, sie hat gesagt, also das ist nicht, dass das jetzt so kalligrafisch in Schönschrift ist, das muss ich nicht erwähnen, aber es ist so gedacht, derjenige, der die Tora schreibt für diesen rituellen Gebrauch, der soll während des Schreibens die ganze Zeit an Gott denken. Also keine anderen Gedanken. Das ist nicht so, dass du dann schreibst und darüber nachdenkst, was du morgen kochen wirst oder so. Und das ist eine Übung, dich auf Gott zu konzentrieren dabei. Und jedes Mal, wenn die Buchstaben schreibt und dabei feststellt, dass sie nicht an Gott gedacht hat, was am Anfang ziemlich oft vorkommt, muss sie den aus, oder der Schreiber, den auskratzen, ausschaben und neu schreiben. Und deshalb ist das nicht einfach so, dass man die Tora einmal abschreibt, sondern es ist eine spirituelle Übung, die einen wahrscheinlich an den Rand der Verzweiflung auch führt. Und ähnlich wie in anderen Religionen, da gibt es ja auch Meditationspraxen, die manchmal extrem sind, wenn Mönche irgendwie 2 Monate in der Höhle verschwinden bei den Buddhisten oder solche Sachen. Das ist auch eine ganz krasse Übung für den Geist, diese Tora in Schönschrift zu schreiben, in Versenkung, also in Gott versunken. Das hat mich tief beeindruckt, dass es Menschen gibt, die das machen und überhaupt das üben. Und das eben verändert einen, das macht was mit einem. Ja, ich bin da jetzt nicht so Experte, was da für Vorkehrungen getroffen werden. Ich habe nur mal gehört, dass die auch irgendwie sehr viel fasten, während sie dann sowas machen. Also ich nehme an, da sind noch ganz, ganz viele Rahmenbedingungen, die dann eingehalten werden. Aber wie du sagst, es ist ein meditatives Vorgehen, also eine meditative Praxis. Wir können ja vielleicht mal jetzt, weil das würde mich auch interessieren, eben auf Friedrich Weinreb eingehen. Friedrich Weinreb ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Du hast ihn vorhin schon erwähnt. Es ist ein jüdischer Mystiker und Autor aus dem 20. Jahrhundert, der in seinen Schriften, würde ich sagen, die jüdische Mystik nochmal neu erschließt, die auch neu zugänglich macht, auch für Nichtjuden, und der eine gewisse Brücke zum Christentum gebaut hat. Also so könnte man das sagen. Ich denke, er söhnt irgendwie christliche und jüdische Mystik miteinander aus. Aber führ uns doch mal etwas besser ein. Wer ist Friedrich Weinreb? Warum ist er wichtig und wofür steht er? Ja, da kann ich vor allem natürlich für meinen eigenen Lebensweg sprechen. Für mich ist er deswegen wichtig, weil er mir eben die hebräische Sprache erst so richtig geöffnet hat und damit einhergehend die Bibel, die Überlieferung insbesondere, die Bibel vielleicht gar nicht so, da gab es auch schon andere vorher, Rudolf Steiner war für mich da zum Beispiel sehr prägend, auch bei dem habe ich schon diese Grundidee gelernt, die Bibel eben nicht so sehr als historisches Werk zu lesen, sondern als ewiges Geschehen, was in jedem Menschen stattfindet, in jedem Leben, Lebensentwurf, irgendwo findet man diese biblische Narrative wieder, als eine Dynamik, die hinter dem Ganzen quasi unsichtbar steht. Und das hat aber Friedrich Weinreb eben nochmal so viel intensiviert für mich, und insbesondere eben auch diese ganze jüdische Überlieferung damit reingezogen. Also so, bevor ich Weinreb kennengelernt habe, da habe ich sowas wie den Talmud, um es mal etwas drastisch auszudrücken, schon für das Werk des Teufels gehalten. Da kannte ich dann nur irgendwelche einzelnen, aus dem Kontext gerissenen Verse, die auch manchmal so im Internet rumgeistern, und habe mich nicht näher damit beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist irgendwas total Komisches, da sind ganz seltsame Gebote und Gesetze drin, und dann auch da, wo nicht so seltsame Gesetze sind, sind es zumindest komische Diskussionen über scheinbare Belanglosigkeiten. Also ich habe da überhaupt keinen Sinn drin gesehen. Und erst eben durch Weinreb, der halt einfach in der heutigen Sprache von diesen Dingen erzählt hat, eben auch, was ich eben schon zur Kabbala so ein bisschen angedeutet habe, von den Rabbis ein bisschen erzählt, um die eben lebendig zu machen, dass man da nicht nur den Namen auf dem Papier stehen sieht und überhaupt nichts damit anfangen weiß, sondern dass wirklich da so
eine Persönlichkeit hintersteht. Und erst recht natürlich dann, was diese Geschichten angeht, die dort auch ausgeführt werden. Also wirklich dieses sich öffnen lassen, also das Wort sich öffnen lassen, das ist so Weinrebs Hauptanliegen. Er will den Menschen näher bringen, dass die Bibel mehr ist als das, was die allermeisten eben in ihrem Leben bisher kennengelernt haben, von über Kirche, über Religion und so weiter. Und vielleicht wollen wir ja mal ein paar Werke von Weinreb kurz erwähnen, die wirklich guter Einstieg sind. Du hast mir eben schon gezeigt, dass du das Hauptwerk von ihm, also was Bücher angeht, parat. Ja, für unsere Zuschauer, die jetzt sagen, wir wollen auch Weinreb lesen. Die Bücher sind ein bisschen teuer, muss man dazu sagen. Aber das hier, Schöpfung im Wort, die Struktur der Bibel in jüdischer Überlieferung. Ich habe es mal hier in der Hardcover-Version. Ist auch ein dicker Schinken. Das ist schon so ein theologisch-philosophisch-spirituelles Hauptwerk. Da kann man dran knabbern. Wäre zu empfehlen. Es ist einfach für jemanden, der wirklich tief in diese Materie einsteigen möchte, ohne das jetzt, sage ich mal, von der akademischen Sicht zu machen. Weil das, ansonsten wäre da vielleicht noch Gershom Scholem zu nennen. Das ist auch jemand, der hat sich mit der jüdischen Mystik befasst, aber eher eben als akademischer Historiker und Philologe, als jemand, der Texte ausgegraben hat und auch zugänglich gemacht hat und sich dann eher damit beschäftigt hat, wann wurde wo welcher kabbalistische Text geschrieben. Aber Weinreb, das ist eigentlich praktische Anwendung jüdischer Mystik. Und dieses Buch Schöpfung im Wort, wie gesagt, das ist wirklich sein Grundlagenwerk. Da geht er eigentlich auch die kompletten 5 Bücher Mose durch. Also von der Schöpfungsgeschichte angefangen bis Offenbarung der Tora am Sinai und so weiter. Was dann ein bisschen tiefer geht, ach so, vielleicht noch zu erwähnen, weil du gesagt hast, die Bücher sind relativ teuer. Das stimmt leider. Die sind halt noch, sagen wir mal so, er ist leider noch nicht vor lang genug Zeit in die wahre Welt eingegangen. Deswegen ist sozusagen noch das Copyright bei der Stiftung. Ich nehme an, das ändert sich in Deutschland, glaube ich, irgendwie, wenn jemand 90 Jahre oder sowas. Ich glaube, 70 Jahre nach Tod eines Autors werden die Bücher gemeinfrei. Und der ist 88 gestorben, also es wird für unsere Generation wahrscheinlich nicht mehr so. Die nächsten Jahrzehnte bleibt der Weinreb teuer, ja. Aber nur die Bücher, das ist der Punkt. Die Bücher sind teuer, aber alles, was er gesprochen hat, und das ist eigentlich sein wirkliches Hauptwerk. Er hat nämlich Vorträge über Jahrzehnte gehalten vor interessierten Leuten. Und die sind inzwischen, also alle, die aufgezeichnet wurden auf Tonband, die sind inzwischen allesamt frei verfügbar, ganz legal. Vom Dieter Mjunske heißt der betreibt das Weinreb-Tonarchiv. Vielleicht kann man ja die Adresse irgendwie in die Beschreibung vom Video einsetzen. Da ja. Findet man wirklich alles. Da ist dann eher wieder das Problem mit dem Schilfmeer, was sich vor einem auftut. So viel und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Einfach mal den ersten Schritt machen. Keine Angst, wenn das Wasser immer ein bisschen höher steigt, bevor man ertrinkt, öffnet sich die Flut oder öffnen sich die Fluten und das Wunder wird sich zeigen. Aber ich will noch 3 andere Bücher nur ganz kurz zeigen. Einmal hier vor Babel, da geht es vor allem wirklich um die hebräische Sprache, Schrift und so weiter. Ist auch ein relativ dickes Buch und es basiert auf Vorträgen, wie eigentlich die meisten Bücher von ihm. Also die Bücher, die man zwar teuer als Buch kaufen kann, kann man umsonst als Vortrag sich meistens anhören. Schöpfung im Wort ist eine der wenigen Ausnahmen. Das basiert nicht auf Vorträgen, sondern das ist wirklich als Buch konzipiert. Dann hier das Opfer in der Bibel. Ist auch ein sehr, also dieses Vor Babel ist noch ein einigermaßen niedriger Einstieg. Dieses Opfer in der Bibel ist dann schon heavy stuff. Also da habe ich wirklich lange dran gekaut, aber es hat mir sehr viel gebracht. Also gerade weil eben diese Opferthematik für Christen auch oft so ein bisschen befremdlich wirkt, weil man sich denkt, ja, mit Tieropfer schlachten und irgendwie zerstückeln und Blut im Heiligtum, das ist ja alles so barbarisch, martialisch. Aber in diesem Buch zeigt Weinreb halt wirklich, welche Tiefen auch in sowas stecken können, wenn man sich denn darauf einlässt. Dann noch ein weiteres, das Buch Jona. Und das würde ich so von allen, also das ist natürlich auch so ein biblisches Buch und das heißt aber auch einfach das Buch Jona. Und das ist wirklich so das, was am tiefsten in die kabbalistische, also wirklich, was man auch klassischerweise darunter versteht, in kabbalistische Begrifflichkeiten und so reingeht. Aber das ist dann noch mal heftiger als das Opfer in der Bibel in gewissem Sinne. Ja, die 3 wollte ich schon mal erwähnt und gezeigt haben. Ja, da haben wir doch unheimlich wertvolle Tipps für unsere Zuschauer, weil ich auch oft nach Buchtipps gefragt werde und wir haben sehr viele interessierte Leser unter unseren Hörern. Aber bei der Gelegenheit darf ja jetzt auch nicht ganz unerwähnt bleiben, Janosch ist selbst auch Autor
Auch du hast geschrieben und von dir, für Leute, die es interessiert, gibt es auch ein tolles Buch zu bestellen. Leben durchs Wort, die Bibel als der mystische Lebensweg. Ich weiß nicht, ob du ein Exemplar da hast, was du mal zeigen kannst. Ja, super. Das ist das Buch, was du geschrieben hast. Vielleicht kannst du ja mal in 2, 3 Sätzen erklären, worum es in deinem Buch geht, weil das ja bestimmt auch den einen oder anderen interessieren wird. Ja, das ist vor allem halt eine Arbeit mit mir selbst, an mir selbst gewesen, die ich dann aber irgendwann auch, also das ist auch übrigens nicht nur zu kaufen, sondern auch auf meiner Website ganz frei, die ganzen Texte verfügbar. Das mache ich auch eigentlich mit allen meinen Büchern so. Und gliedert sich in 3 große Abschnitte. Der erste, den nenne ich Grundlage, der zweite Erbauliches und das dritte dann Überfluss. Und so kann man den dritten Teil dann auch tatsächlich lesen. Das könnte man auch als überflüssig betrachten oder halt im positiven Sinne als der überschäumende Kelch, also der, wenn man mal ganz tief einsteigen will. Aber der erste Teil ist noch relativ zugänglich. Da gehe ich einfach bestimmte Grundbegriffe des Christentums durch, relativ nah immer mit, also an der Bibel, mit Bibelstellen untermalt. Also so nur als Beispiel aus dem Inhaltsverzeichnis: Glaube, Bekenntnis, Taufe, Formales, Gesetz, Sünde, Sabbat, das Kreuz natürlich, das Gericht, das Evangelium und solche Sachen. Dann bei Erbauliches ist der Fokus ein bisschen mehr auf diesen jüdisch, also auf die jüdische Überlieferung gesetzt. Also da wird dann schon ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen und es hat nicht mehr ganz so viel mit dem, was die meisten Christen bisher wahrscheinlich kennen, zu tun. Aber für mich war das eben auch die Bereicherung. Also ich sehe mich ja weiterhin als Christ an, aber eben, ich sag manchmal chassidischer Christ, also auch wenn es das eigentlich jetzt nicht gibt als Kategorie, aber für mich ist eben dieses chassidische, was ich über Weinrib kennengelernt habe. Das Wort chassid kommt von Chesed, von der Güte, der Liebe, die Freude steht da sehr im Vordergrund, die Freude am Leben und eben auch am Studium solcher Schriften. Und für mich war eben dann irgendwann mal ein Anliegen, das für mich in Worte zu fassen. Und ja, vielleicht bringt es dem einen oder anderen auch was, da überhaupt mal erstmal einzusteigen, weil es ist jetzt nicht so tief, vor allem diese ersten 2 Teile. Der dritte Teil, der ist dann sehr speziell, das ist eigentlich nur eine Übersetzung der ersten 12 Kapitel aus dem Evangelium nach Johannes, allerdings eine Übersetzung in eine sehr, sehr abstrakte Sprache. Das war halt für mich damals auch ein sehr wichtiger Prozess, mich so diesem Text zu nähern, aber das wird für die allerwenigsten. Aber das hast du selbst übersetzt? Ja, ich habe das schon auf der Basis der Luther-Übersetzung gemacht, aber halt keinen Satz so gelassen, wie er ist, sondern halt wirklich jedes Wort eigentlich irgendwie abstrahiert. Also das liest sich nicht angenehm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Das ist gut, wenn man als Autor Werbung für sein Buch macht mit den Worten, das liest sich nicht angenehm. Aber nein, liebe Zuschauer, ihr werdet ja auch verstehen, Jonas wie schreibt hier oder hat geschrieben über unheimlich komplizierte und eben halt super abstrakte Dinge und gute Bücher sind nicht immer nur leicht zu lesen. Das ist ja auch im Bereich der Philosophie ähnlich. Ihr könnt ja mal von Wittgenstein seinen logischen Traktat euch zu Gemüte führen. Auch das ist gehaltvoll, aber nicht leicht zu lesen. Insofern, es ist kein Merkmal mangelnder Qualität. Aber du hast es eben schon angesprochen. Du selber empfindest dich eigentlich als Christ, aber als chassidischer Christ, als ein Christ, der sich auch in der jüdischen Tradition verwurzelt ist. Das mag jetzt dem einen oder anderen vielleicht komisch aufstoßen oder merkwürdig erscheinen. Mir persönlich nicht, weil ich mich auch mit vielen religiösen Strömungen befasse und immer eigentlich nur das Verbindende sehe. Und insofern könnte ich mich auch in ganz vielen Traditionen verorten. Aber erklär uns doch mal, wie ist das für dich persönlich und wo siehst du diese Verbindung zwischen Christen und Judentum oder christlicher und jüdischer Mystik? Ja, also für mich persönlich ist einfach im Laufe der Jahre das immer bedeutender, auch gerade so in meinem Alltag geworden, weil ich eben über Weinrib auch so die Bräuche der Juden auf eine ganz neue Art kennengelernt habe. Ich empfinde die halt nicht als irgendwelche Gesetze, die einem auferlegt sind, sondern als Angebote, wie man durch symbolische Gewohnheiten, könnte man sagen, alles in seinem Alltag immer rückbindet. Das ist ja auch eigentlich eine der Übersetzungsmöglichkeiten für das Wort Religion, die Rückbindung. Man bindet jedes Detail seines Alltags, schon angefangen, wie man morgens aufsteht, wie man sich die Hände wäscht, wie man sich anzieht und so weiter. Aber dann eben auch so Sachen wie Gebete zu bestimmten Uhrzeiten, Segenssprüche, wenn man Speisen zu sich nimmt. Also man versucht alles immer in Verbindung zu setzen zum Ewigen, zum Heiligen oder wie man es dann nennen möchte.
Und dafür sind eben einfach Bräuche und Rituale und so weiter gut. Das macht ja eigentlich jede Religion so. Aber ich habe halt auf meinem Weg gerade das Judentum da sehr wertschätzen gelernt. Andere Leute werden andere Religionen da sehr bereichernd empfinden, aber jeder hat halt seinen Weg. Und für mich ist eben dieses chassidische Christentum dann irgendwie daraus entstanden. Wobei, wenn wir es jetzt schon mit so einer Kategorie ansprechen, wenn wir mich genau genommen kategorisieren wollen, dann würde ich noch telemisch dazu fügen, aber das ist ja heute nicht das Thema. Also chassidisch-telemischer Christ könnte man mich nennen. Ja, interessant. es gibt ja auch schon recht früh, schon, ich glaube so ab dem 15. Jahrhundert ist eine Richtung in der Kabbalistik entstanden, die sich christliche Kabbala nennt. Weißt du was darüber oder wie ordnest du das ein? Ja, also ich bin kein großer Fan, muss man so zu sagen, aber natürlich erkenne ich schon auch an, dass die auch was geleistet haben. Das ist so insbesondere die Figur Reuchlin oder Reuchlin, ich bin nicht ganz sicher, wie man ihn betont, Johannes Reuchlin. Der hat eigentlich, würde ich mal sagen, von dem, was wirklich schriftlich veröffentlicht wurde, so die Grundlage für alles, was dann später als sogenannte christliche Kabbala entstanden ist, gelegt. Und nicht nur christliche Kabbala, jetzt im Sinne von, dass man es wirklich mit diesem Wort benennt, sondern auch sowas wie die Freimaurerei oder so hat sehr, sehr starke Einflüsse von diesem Reuchlin-Ansatz mitbekommen. Und ja, das Problem bei Reuchlin kann ich vielleicht auch so an einem ganz einfachen Beispiel schon mal zeigen. Er hat eine sehr schöne Idee, dass nämlich das Tetragrammaton, also dieser unaussprechliche Name Gottes, Yod, He, Vav, He, der auch irgendwie dann mit den vier Elementen, aus denen eben die Schöpfung zusammengesetzt ist, Erde, Wasser, Luft und Feuer, damit assoziiert ist, dass dieses Unaussprechliche dadurch aussprechbar wird, dass eben der Sohn Gottes, Jesus quasi, oder der Christus, hinabsteigt und hier Fleisch wird, der Logos wird Fleisch und so weiter. Und er sieht es dann als die Feuerflamme, die vom Himmel steigt, und der hebräische Buchstabe Shin, der hat ungefähr die Form von so einer Flamme. Also so wird es zumindest auch in der jüdischen Überlieferung oft bedeutet. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein W, so entfernt, ne? Ja, aber so spitz nach unten, deswegen ein bisschen eine Flamme, ja. Und er fügt dann also dieses Shin in die Mitte von diesem Yod, He, Wav, He ein und behauptet dann, dass das die Schreibweise des Namens Jesus im hebräischen Original sei. Also er spricht es dann Jehoshua oder Jeheshua aus. Es ist, wie gesagt, eine schöne Idee, so an sich nichts gegen einzuwenden, aber einem Juden kannst du damit halt nicht kommen, weil der sagt dann, ja, was soll das für ein Name sein? Jeheshua, das gibt's nicht. Also der Name Jesus kommt zwar aus dem Hebräischen, aber von einer ganz anderen Wurzel abgeleitet. Also da hat er einfach was reinkonstruiert, was so nicht vorhanden ist. An sich ja okay, jeder darf seinen Weg gehen, aber es hat sich halt dann so unhinterfragt irgendwie immer weiter fortgesetzt und daraus ist halt diese ganze Kabbalistik, also christliche Kabbalistik entstanden, die leider nicht mehr viel, zumindest in vielen Bereichen nicht mehr viel mit der ursprünglich jüdischen Variante zu tun hat. Da kann man dann leicht aneinander vorbeireden, wenn der eine von der jüdischen Variante ausgeht und der andere von der christlichen. Das sollte man einfach nur bedenken. Trotzdem hat auch die christliche ihren Wert natürlich. Vielleicht ja auch gerade den Wert, überhaupt Kabbala außerhalb des Judentums verbreitet zu haben. Oder diese Form von Mystik oder Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift. Wollen wir denn mal auch in Beispiele noch reingehen? Das wollte ich nämlich auch gerade vorschlagen. Du hast Textbeispiel oder mal Beispielworte aus dem Hebräischen rausgesucht, um uns mal so aufzuzeigen, wie diese Vieldeutigkeiten so aussehen könnten konkret. Genau, also die Grund, wie soll man sagen, Maxime, wie meiner Meinung nach jeder an die Bibel rangehen sollte, habe ich ja schon erwähnt, das nicht als historisches Buch zu lesen, sondern als Ewiges, als etwas, was in jedem Menschen, in jedem Moment geschehen kann und auch nicht in der Reihenfolge, wie es in der Bibel oder so chronologisch aufgeführt ist, sondern es passiert halt, wenn es passiert. Und um ein bisschen leichter vielleicht den Zugang zu finden zu Begriffen der Bibel, wie man sie meist übersetzt kennt, um dann aber sie auch in diesem tieferen, vielleicht auch könnte man sagen abstrakteren Sinne, um so aufs Geistige es zu übertragen, zu verstehen, habe ich mir mal hier, ich bin leider nicht so gut spontan, gute Beispiele zu finden, deswegen habe ich in der Vorbereitung schon mal hier was notiert. Habe mir jetzt mal vier oder fünf Begriffe rausgesucht, erstmal als Einstieg und dann noch eins, um ein bisschen tiefer reinzugehen. Und zwar sind diese vier oder fünf, einmal Goi, ein relativ bekanntes Wort für Volk, aber meistens auch oder oft ein bisschen abwertend für die nicht-jüdischen Völker benutzt, aber genau gleich geschrieben mit den drei Zeichen Gimel, Waf und Jod.
kann man es auch Gwi aussprechen. Und Gwi heißt einfach nur Körper. Und da gibt es auch verschiedene Prophetenstellen in der Bibel, wo ausdrücklich gesagt wird, Israel, betet für das Heil der Völker, unter denen ihr lebt. Und das könnte man dann vor diesem Hintergrund eben so übersetzen, du Mensch mit deiner Seele als geistiges Wesen, kümmere dich auch um deinen Körper, in dem du lebst, weil du bist darauf angewiesen, dass du überleben kannst, hier in dieser Welt einen Körper zu haben. Ein anderes Beispiel, das wäre das Wort für Stadt, ihr. Erstmal natürlich was ganz äußerlich Materielles, aber von der Wortwurzel her könnte man es auch als Bewusstheit oder Bewusstseinszustand übersetzen. Dann eher so er ausgesprochen, aber jetzt ohne auf die Vokalisierung einzugehen. Die Wurzel ein Resch ist eben einerseits die Wurzel der Stadt, andererseits aber auch von Worten wie wach werden, wachsam sein und solche Sachen. Also um es mal jetzt nur als Beispiel, kann man auch anders auslegen, zu konkretisieren, wenn da Jesus von der einen Stadt in die andere zieht oder so, könnte man sagen, da wechselt er den Bewusstseinszustand. Und eine Stadt hat ja auch immer so eine Art eigenen Charme, eigenen Charakter. Und so haben eben auch wir in uns verschiedene Bewusstseinszustände, verschiedene Städte, in denen sich diese Geschehen abspielen, die in der Bibel beschrieben werden. Dann ein Wort, das Wort für Erde, Oretz. Das könnte man auch als Arutz aussprechen. Und dann heißt es, ich laufe. Oder auch vom Wort von Willen, also Wollen abgeleitet, ich will. Wobei dann wird es eigentlich ein bisschen anders, RC, aber es ist dann im Prinzip noch dieselbe Wurzel. Also die Erde hat ganz viel mit dem Bewegen, dem Laufen, aber auch mit dem Willen. Und der Wille ist ja das, was uns in Bewegung setzt, hier in dieser Welt zu tun. Deswegen wird im tieferen Sinne, auch wenn in der Bibel Erde steht, nicht nur die Erde als vermeintlicher Planet unter vielen oder sowas verstanden, sondern Oretz, Erde, ist eigentlich das ganze materielle, physische Universum, in dem sich eben die Bewegung, der Wille der verschiedenen Wesen manifestiert. Dann das letzte Beispiel, also die letzten zwei sind eigentlich ein Begriffspaar, was auch im Neuen Testament sehr präsent ist. Das ist natürlich nicht auf Hebräisch geschrieben ursprünglich oder zumindest nicht uns so überliefert, aber die Gedankenwelt und die ganzen Jünger und Jesus selber haben sicherlich Hebräisch mindestens im rituellen Kontext gesprochen, kannten also auch diese Wörter mit ihren Mehrdeutigkeiten. Und da rede ich von den Begriffen Fleisch und Blut, gerade im Abendmahl und so, also ein sehr zentrales Motiv, auch im Christentum. Und das Wort für Fleisch kann man von der Wurzel für Botschaft ableiten oder Verkündigung oder Offenbarung, aber eher Botschaft wirklich. Und Blut, das hat dann auch, das heißt auf Hebräisch Damm, da ist auch der Name Adam mit verknüpft, der meist als der Rote übersetzt wird, weil halt die Farbe des Blutes wird dann auch Edom genannt oder Adom. Und gleichzeitig ist aber auch die Wurzel Dome damit verknüpft. Und Dome heißt einerseits Schweigen, aber auch Gleichen. Oder dann ist die Wurzel nochmal ein bisschen verändert, aber Gleichen im Sinne von, das eine gleicht dem anderen. Und so wird zum Beispiel zu Adam im jüdischen Kontext auch gesagt, eine tiefere Bedeutung dieses Namens ist, ich gleiche, Ani Dome. Ich gleiche, das sagt der Mensch, wenn er sich zu Gott oder zu Gott wendet und er sieht, dass er Gott gleicht. Aber umgekehrt kann man auch sagen, Gott schaut den Menschen an und sagt, ich gleiche. Friedrich Weinrieb setzt es dann immer so ein bisschen parallel zu diesem auch relativ bekannten indischen Wort Tattvam Asi, das bist du. Also das ist Weinrebs Sicht darauf, kann man ja mal drüber nachdenken. Das also jetzt erstmal so als einfach mal so ein paar Beispiele, um überhaupt zu wissen, was ich meine mit Mehrdeutigkeiten. Und wenn du jetzt nicht da noch irgendwas konkret anmerken möchtest. Nee, mal fahr mal fort. Super interessant. Dann würde ich direkt nochmal das aufgreifen, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dieses männlich und weiblich in der Schöpfungsgeschichte. Das ist ja ein, sagen wir mal, auch Reizthema, diese Rolle der Frau, die sich da ausdrückt, in der althergebrachten Übersetzung. Da wird die aus der Rippe des Mannes genommen. Da ist also der Mann irgendwie doch das Primäre, das Überlegene und die Frau nur so ein kleiner Teil, der dann vom Mann genommen ist. Das ist aber alles wiederum Teil der Übersetzungsproblematik, denn eigentlich das Wort, was mit Rippe übersetzt wird und auch werden kann, das ist nicht falsch, aber es ist eben nur eine der verschiedenen Bedeutungen. Eine andere wäre einfach Seite. Da wird also eigentlich gesagt, Gott nimmt von dem ganzen Menschen, der eben männlich und weiblich ist, die eine Seite, also die ganze eine Seite, nämlich die weibliche Seite, entreißt sie ihn, stellt sie ihm gegenüber, als Hilfe ihm gegenüber. Genau diese Formulierung taucht dann auch noch auf.
Und da wird dann gesagt, das ist eben nötig gewesen, damit der Mensch in die Begegnung kommen kann, damit er was erleben kann. Wenn er einfach nur in seliger Alleinheit die ganze Zeit vor sich hin existiert, dann gibt's keine Bibel, dann gibt's keine Schöpfung, keine Welt, kein Leben, kein Lebensprozess, sondern er muss eben in die Spaltung geführt werden. Das drückt sich dann ja auf vielen Ebenen aus. Der ganze Fall aus dem Paradies könnte man auch so sehen. Der war nötig, weil wenn Eva nicht von dem falschen Baum die Frucht genommen hätte, dann wäre die Bibel nach einer Seite schon wieder zu Ende. Aber durch eben dieses vermeintliche Sündigen oder zumindest durch diese Spaltung, das Wort Sünde kommt ja auch von absondern oder umgekehrt, absondern kommt irgendwie von Sünde. Da wird also einfach eine Trennung hergestellt, um dann wieder die Einswerdung erleben zu können. Weil, so sagt man dann, die Einswerdung ist noch seliger zu erfahren als nur die Eins, das Einssein. Und zu dieser männlich und weiblich Problematik wollte ich dann jetzt eigentlich nur das konkrete Wort noch mal ein bisschen näher ausführen. Eben schon erwähnt, Socher und Kova oder Secher und Nikbo könnte man also einfach als innerlich und äußerlich übersetzen. Und dann ist also das Männliche das Innerliche, das Weibliche das Äußerliche. Im Indischen habe ich mal gelesen, sei es ähnlich zugeordnet, dass das männliche Prinzip eher das Innerliche ist, das Weibliche das Äußere. Das kann ich jetzt nicht verifizieren, aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil ich auch einfach davon ausgehe, dass die Symbolik aus der Natur gegriffen ist. Also innerlich und äußerlich, das zeigt sich ja auch in der Vereinigung der Geschlechter. Da ist eben das Männliche das Innenliegende, während das Weibliche das sich darum wölbende ist. Und in diesem Sinne ist also, dass der Mann in jedem Menschen, also auch heute ist jeder Mensch noch männlich und weiblich. Der Mann in mir, das ist halt mein geistig-seelisches, mein Inneres, mein Geheimnis, was aber für sich gar nicht irgendwie erlebbar wäre, nicht ausdrücken sich könnte. Es braucht die Frau, das ist dann mein Körper, meine Erscheinung, also ist nicht nur der physische Körper, sondern eigentlich alle Hüllen, die sich um meinen innersten Wesenskern legen. Und dadurch strahlt eben das Licht des inneren Geheimnisses dann aus und dadurch wird es in die Welt getragen, durch die Erscheinung, die Offenbarung des Inneren. Das Weibliche ist immer die Offenbarung. Und um jetzt auch die Zahlensymbolik ein bisschen mal reinzuholen, das ist natürlich ein sehr weites Feld und weil es hier eine Art Einstieg sein soll, will ich nur dieses eine Beispiel rausgreifen. Denn das Wort oder dieser Begriff Sachar und Kava, männlich und weiblich, hat genau den Zahlenwert 390 zusammengerechnet. Und da findet man dann einige andere Begriffe, zum Beispiel Shemen, das heißt Öl, und zwar insbesondere Salböl, also aus der Olive gewonnen oder auch vielleicht mit anderen Zusätzen noch vermischt, das Salböl. Und die Salbung ist ja auch im Christentum oder auch schon im Judentum eben das entscheidende Charakteristikum des Messias. Messias heißt nichts anderes als der Gesalbte, der mit diesem heiligen Salböl gesalbt wurde, um eben ihn in seine Position oder in seine Stellung einzusetzen. Gleichzeitig ist aber auch das Wort für Himmel, Shomaim, auch dieser Wert 390. Und zu dem Wort Shemen kann man vielleicht noch sagen, dass auch das Wort für die Zahl 8 von derselben Wurzel abgeleitet ist, Shmoine oder Shmona, Shemen, Shmona. Und damit wird dann auch angedeutet, oder so kann man es lesen, dass der achte Tag, also das, was über diese Welt der 7 Schöpfungstage hinausgeht, gerade ein Charakteristikum dieses Salböls im Sinne auch der Salbung des Messias ist. Auch im Christentum wird ja gesagt, der Tag des Herrn, das ist der Sonntag, aber nicht im Sinne von der erste Tag der Woche, sondern jetzt im Sinne des achten Tages, der nach dem Sabbat folgt, da wo dann die Auferstehung stattfindet, also wo eben das das, was eigentlich nicht möglich ist in dieser Welt der 7 halt, in der wir normalerweise leben, sondern da wird eben dieser Kreislauf von Tod und nicht mehr Auferstehen durchbrochen, indem das Leben wieder da ist plötzlich. Und wenn also der Messias mit diesem Salböl übergossen ist, könnte man auch sagen, er ist mit dem Himmel übergossen, weil eben diese beiden Wörter den Zahlenwert 390 hat. Und dass das Wort Sachar und Kava, männlich und weiblich, auch diesen Zahlenwert hat, funktioniert aber nur, wenn das und auch wirklich mitgezählt wird. Also wenn man einfach nur männlich plus weiblich rechnen würde, da wird genau 6 fehlen. Und die 6 ist die Zahl des Menschen. Das ist die Zahl des 6. Schöpfungstages. Da wird der Mensch geschaffen. Da findet das ganze dramatische Geschehen im sogenannten Paradies statt. Da findet der Fall des Menschen also statt. Und dann kann erst der 7. Tag beginnen, der eigentlich unsere Welt ist, wie wir sie kennen. Und diese 6-Heit, die der Mensch also repräsentiert, ist im Hebräischen das Zeichen Waf. Das ist einfach nur so ein Strich oder ein Haken, könnte man sagen. Und es wird dann so gedeutet, das ist der Verbindungshaken
für alles, aber konkret auch die Verbindung von Himmel und Erde. Also Himmel und Erde werden allein durch den Menschen verbunden. Nicht durch irgendwelche anderen Geschöpfe, auch nicht durch die Engel, so hoch sie auch in der Hierarchie sein mögen, sondern der Mensch, der ist es, der das Ewige mit dem konkreten, zeitlichen, irdisch-materiellen verbindet. Und deswegen ist eben diese Verbindung auch bei männlich und weiblich das Entscheidende. Wenn sie einfach nur nebeneinander stehen, dann sind sie nicht die 390 von Himmel und von der Salbung, sondern dann sind sie nur 384. Aber durch diese Verbindung, dass sie eins wieder sind, eins werden, wird es eben die 390 und kann der Himmel sein. Ja, ich glaube, das war es erstmal zu diesem Beispiel. Ja, super interessant und schön, dass du die rausgesucht hast. Das sind ja genau solche Sachen, die manchmal auch von Kritikern an der Kabbalistik so als Zahlenspielereien abgetan werden. Oder man hört, ja, Kabbala, das ist irgendwie so alberne Zahlenspielerei, aber da steckt halt eben mehr dahinter, weil eben die Zahlen auch Qualitäten sind, weil man darüber einen Gesamtkontext und Zusammenhang erkennt und weil es einfach der Schlüssel ist, das Ganze zu deuten. Ich habe mal eine Frage, vielleicht ist die abgefahren, vielleicht ist die auch blöd. Es gab mal vor einigen Jahren so ein Buch, das hieß der Bibelcode. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da hat man dann, na gut, dann erübrigt sich die Frage, aber ich fand das sehr abgefahren, gilt auch als Blödsinn eigentlich. Aber da hat jemand die ganzen Zahlenwerte der einzelnen hebräischen Buchstaben praktisch ermittelt und aus der Bibel nur noch eine Aneinanderreihung von Zahlen gemacht und meinte dann darin, aus dieser Endloskette von Zahlen, da könne man dann auch mit einem Computerprogramm irgendwelche Muster erkennen oder Sachen draus ableiten. Aber ob das jetzt möglich ist, ich finde zumindest die Grundidee interessant, sowas auch mal zu machen oder in Erwägung zu ziehen. Aber noch interessanter ist eigentlich die Frage, was denkst du persönlich? Warum ist die hebräische Sprache so konstruiert? Oder ist die konstruiert? Man geht ja eigentlich davon aus, Sprachen entstehen, Sprachen wandeln sich. Aber wir haben bei diesen alten Sprachen, ich meine, würden wir jetzt das Judentum mal verlassen und über den indischen Kulturraum sprechen, da hätten wir beim Sanskrit dasselbe Phänomen. Diese alten Sakralsprachen, die scheinen doch schon unseren modernen Sprachen irgendwo überlegen zu sein. Oder der... Wie soll ich das sagen? Weißt du, was ich meine? Da steckt mehr Geist dahinter. Das wirkt dann teilweise echt so, als hätte die eine höhere Intelligenz geschaffen, diese Sprachen. Dann frage ich mich immer, sind die so im freien Fluss so entstanden? Oder? Aber was denkst du darüber, gerade in Bezug aufs Hebräische, weil es ja auch dich damit so beschäftigst? Ja, also ich würde die modernen Sprachen ein bisschen in Schutz nehmen wollen, indem ich sage, es ist nicht die Sprache als solche, die so platt und leer geworden ist, sondern die Verwendung der Sprache. Also ich glaube, jede Sprache hat diesen Schatz in sich. Und je besser man sich in einer Sprache auskennt, desto mehr kann man natürlich dort dann auch irgendwie von den Geheimnissen für sich entdecken. Wobei das gar nicht immer so sein muss, dass man jetzt Muttersprachler sein muss. Zum Beispiel im Deutschen würden mir bestimmte Klangähnlichkeiten vielleicht gar nicht so gut auffallen, wie sie einem Ausländer auffallen, weil ich viel zu vorgeprägt bin. Also ich so Wörter wie viel mit V oder mit F geschrieben, in meinem Kopf ist es so stark mit der Orthographie irgendwie verknüpft, dass ich das gar nicht als denselben Klang richtig höre. So paradox es klingen mag, aber jemand, der vielleicht einfach nicht so literarisch gebildet oder sowas ist, nicht so oft was selber schreibt, der hört es sofort. Der sagt natürlich viel, viel, dasselbe Wort. Und genauso vielleicht auch ein Ausländer würde es eher so wahrnehmen. Und so kann man es auf alle Sprachen beziehen. Dann fallen mir vielleicht, keine Ahnung, im Ungarischen oder Serbischen Sachen auf, die aber in der Muttersprache nicht auffallen würden. Und beim Hebräischen ist es dann vielleicht auch sogar mein Vorteil in gewisser Hinsicht, dass ich nicht irgendwo in Israel geboren bin und da Ivrit gelernt habe, das moderne Hebräisch, weil das ist mit Sicherheit auch ziemlich abgeflacht in der Art, wie es im Alltag verwendet wird. Deswegen würden echte, alte Juden, also so im Sinne chassidische Juden, die es auch noch ernst meinen, die reden kein Ivrit, auch wenn sie in Israel leben. Das machen sie vielleicht notgedrungen, wenn es sein muss mal, wenn sie in irgendeinem Geschäft halt sind, wo keine andere Sprache möglich ist, aber unter sich reden die Jiddisch. Weil sie Hebräisch eben nur für wirklich die heilige Schrift und für die Auseinandersetzung mit den Themen der heiligen Schrift verwenden, für die Gebete, fürs Studium und so weiter. Und ja, jetzt zur Frage, inwieweit ich das Hebräische so vielleicht im Verhältnis zu anderen Sprachen einordne, das kann ich halt nur für mich sagen. Für mich ist schon Hebräisch die Ursprache der Menschheit, aber ich bin mir sicher, wenn man im Sanskrit-Kulturkreis groß geworden ist, könnte man mit derselben Berechtigung dieses Erleben vom Sanskrit her haben. Deswegen
Das ist halt auch irgendwie das Paradoxe, was ab einer gewissen Stufe dann anfängt. Beides stimmt wahrscheinlich. Wir können es nur hier irdisch mit unserer formalen Logik nicht in Einklang miteinander bringen. Aber ich glaube, jede Sprache ist gewissermaßen die Ursprache. Das Deutsche ist so reich auch. Also da bin ich jetzt auch nicht der Experte für. Aber zum Beispiel dieser Dieter Mionske, der dieses Weinreb-Tonarchiv betreibt, der hat auch schon oft dann so einfließen lassen, Beispiele aus unter anderem dem Deutschen, aber der lebt jetzt in Portugal, also auch dann oft aus dem Portugiesischen und aus vielen anderen Sprachen. Also da ist der mehr zu empfehlen als ich. Ich habe mich da schon sehr aufs Hebräische irgendwie fixiert. Ja, super. Danke für dein Statement und deine Einschätzung. Ich schätze ja gerade, dass es diese persönliche Einschätzung ist, weil würde ich jetzt so eine vorgefertigte Meinung hören, dann kann man sich auch mit irgendwelchen Akademikern von der Uni unterhalten, die dir dann sagen, was jetzt irgendwie Wissenschaftsstand ist. Aber mich interessiert gerade, was Menschen, die etwas praktisch für sich sich erschließen und erarbeiten, für Meinungen, Gedanken und Ansätze haben. Und ich bedanke mich fürs heutige Gespräch, dafür, dass du uns teilhaben hast lassen an deinem Wissen, an deinen Erfahrungen und an deiner Sichtweise. Ich finde sie sehr angenehm und interessant und konnte für mich auch neue Sachen aus unserem Gespräch ziehen. Und ja, liebe Zuschauer, wie gesagt, abonniert doch den YouTube-Kanal dieses jungen Mannes. Und Vielleicht ja. eine Sache noch, weil kurz am Rande ich angesprochen habe, dass ich mich einfach nicht einfach nur als chassidischen Christen, sondern als chassidisch-thelemischen Christen bezeichne. Wenn man jetzt auf meinen YouTube-Kanal gehen würde, würde man da wenig, also fast gar nichts zu Thelema finden. Aber das sei nur erwähnt, ich habe vor ein paar Wochen mit einem anderen YouTuber zusammen einen konkreten Kanal zu diesem Thelema-Thema gemacht, wo aber natürlich auch mein jüdischer oder chassidischer Hintergrund in jeder Folge, also es ist so eine Art Podcast, immer einfließt. Also auch dort könnte man sich mal mit auseinandersetzen. Und die überraschenden Übereinstimmungen auch in solchen scheinbar total gegensätzlichen Herangehensweisen finden. Lieber All heißt der Kanal. Werden wir alles mal in der Videobeschreibung verlinken. Also ihr werdet das dann da unten alles finden. Ja, und ansonsten, liebe Zuschauer, liebe Freunde, schreibt fleißig Kommentare. Buchtipps haben wir euch ja auch gegeben, für die, die tiefer in die Thematik einsteigen wollen. Und Janosch, ich bedanke mich fürs Gespräch. Bin mir sicher, es wird nicht unser letztes sein. Schön, dass du da warst. Und in dem Sinne, liebe Leute, ciao und bis bald. Ich schau mal nach.